Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Come Deliverance. Beim letzten Mal haben wir endlich alle Kleinigkeiten gemacht. Wir haben das Rataya-Turnier gewonnen, wir haben Herrin Stefanie ihre Sachen gebracht und unsere Belohnung dafür gekriegt. Und heute wollen wir dann jetzt endlich mal zu Herrn Ratzig. Ich will jetzt eine Sache bloß wirklich ganz kurz noch gucken. Und zwar will ich hier mal so ein bisschen diese Fragezeichen abarbeiten. Ach, guck mal, da ist ein Schmied. Weil ich dachte, vielleicht gibt es hier noch einen Schmied in Thalberg. Aber da ist noch ein Schmied. Vielleicht hat der ja was. Da fragen wir auf jeden Fall den Schmied nochmal. Und vor allem will ich halt auch meine Sachen nochmal reparieren lassen. Ich will das Fragezeichen aber trotzdem mal ganz kurz abklappern, falls das ein Schneider ist. Weil dann könnte ich auch noch andere Sachen reparieren lassen. Ja, wir haben jetzt auch eine Schabracke für unseren Pebbles. Das ist doch alles super schön. Und ja, dann geht's gleich auch auf zu Herrn Ratzig. Wie gesagt, ich will bloß noch vielleicht kurz meine Sachen reparieren. Das Problem ist, ich glaube, das, was am meisten kaputt ist, sind die Stoffsachen. Und dafür bräuchte ich halt einen Schneider. Deswegen will ich mal ganz kurz gucken. Ja. Wenn ich hier vorbeireiten sollte, sollte ich doch erfahren, worum es sich handelt, oder? Oder ist es zu weit weg? Bin ich hier richtig? Okay, war doch zu weit weg. Dann muss ich hier nochmal rum. Ach, ist ein Badehaus, hä? Ja, okay. Gut, nicht, dass ich was gegen Badehaus habe, aber es bringt mir leider nicht viel. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ich meine, ich könnte meine Sachen auch nochmal waschen. Frage ist, sind die schon auf? Ich stehe ja mit Heinrich immer so super früh auf, ne? Ist die hier irgendwo? Ja, die ist wahrscheinlich drin, ne? Und das wird wahrscheinlich abgeschlossen sein wieder. Oh. Oder auch nicht. Hallo. Also, das ist ja auch nicht das Haus scheinbar. Was ist das denn für ein komisches Badehaus? Gut, dann schauen wir mal ganz kurz. Ja, hier müsste ich knacken. Das lassen wir jetzt einfach mal. Dann mal noch ganz kurz zu dem Schmied. Ja. Der scheint bei dem Steinbruch da drüben zu sitzen. Ja. Der scheint bei dem Steinbruch da drüben zu sitzen. Da können wir einfach mal kurz fragen. Der Fackel brauche ich doch hoffentlich nicht mehr, weil die alle mit Fackel hier rumrennen. Ob der vielleicht, das wäre dann... Ich meine, wir haben momentan... Uns fehlt noch das aus Ratai, uns fehlt noch das aus Sasau. Wir haben das aus Ledetschko. Genau, und uns fehlt theoretisch noch das eine. Und das müssen wir sowieso erstmal finden. Wie gesagt, Ratai müssen wir dann mal gucken. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir vielleicht bei Peshek einfach ein bisschen Schlösser knacken lernen, damit wir dieses schwere Türschloss da knacken können. Und in Sasau muss ich mal auf die Nacht warten, um dann zu gucken, entweder es ist da auch in der Truhe oder es ist da in dem, oder ich muss Taschendiebstahl anwenden, was natürlich auch bei Ratai gelten kann. Willkommen, so, bist du der Schmied? Ja, Tag auch. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Ja, und zwar... Der Schmied aus Sasau ist hinter den Bruchstücken eines Schwertes her, die ein Pilger hier vor kurzem verkauft hat. Sagt dir das was? Ja, hab selber eins gekauft. Steht nicht zum Verkauf. Ich zahle gut dafür. Das mag sein, aber erst müsste ich mich erinnern, wo ich es hingetan habe. Ach, ehrlich. Hab's verloren. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass der Pilger nichts anderes war wie ein Scharlatan. Und sein Schwert nichts als Plunder. Na gut, aber ja, das heißt, ich kann es doch mitnehmen. Okay, wo hat er es denn dann hingetan? Ja gut, der wird es wahrscheinlich nicht an der Schmiede haben, ne? Wo könnte er es denn hingetan haben? Wo wohnst du denn? Hier irgendwo vielleicht? Boah, könnte halt überall sein. Aber warte mal, ich brauche noch was zu essen, ne? Fällt mir gerade auf. Gut, dass hier ein Topf steht. Ich hätte mich halt gern nochmal sauber gemacht jetzt. Ah, okay. Das ist ein Schmiedelehrling. Guck mal, wenn hier der Schmiedelehrling ist... Ach, die haben ihre Sachen hier in die Truhe gepackt. Ach, guck mal, hier ist ein Steinmetz. Ja, aber wo geht denn der Schmiedelehrling schlafen, würde mich mal interessieren. Vielleicht liegt da ja dann das Schwertbruchstück. Ich meine, ich könnte jetzt versuchen, all die, aber bei den Steinmetzen lohnt sich das ja nicht. Ich weiß nicht, aber wenn er es in seine Truhe gepackt hätte, müsste es ja wissen, ne? Ich meine, ich könnte es versuchen, einfach zu knacken, aber ich gucke erst mal so. Rupert. Wer bist du denn? Lass mich in Ruhe. Okay, warum ich jetzt dafür in der Hauptstufe aufgestiegen bin, ich habe keine Ahnung. So, mal noch ein bisschen waschen. Tja, dann muss ich vielleicht doch die Truhe probieren. Gibt es ansonsten noch Hütten hier, die man überprüfen kann? In denen war ich jetzt allen, oder? Nicht in der hier auch? Ah ja, es war Rupert.
Okay, dann ist die Frage... Ansonsten werde ich mal ganz kurz vielleicht schneiden und mal noch ein bisschen rumsuchen. Weil könnte natürlich sein, dass es hier noch irgendwo rumliegt. Oder es ist halt in einer Truhe. Ich werde mal ganz kurz gucken. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Yes, ich hab's gefunden. Meine Fresse, das war sau anstrengend. Also was ich erstmal gemacht habe, ich bin dem Schmied erstmal bis nach Hause gefolgt. Ich bin dem Schmied quasi erstmal bis nach Hause gefolgt, wie so ein alter Stalker, um zu gucken, wo der wohnt. Und wollte mich dann in seinem Haushalt umsehen, wie man das als guter Dieb halt so macht. Das Problem ist, ihr habt gesehen, ich habe ja extra alles ausgezogen. Das Problem ist... Seine Frau ist vielleicht, also die hat vielleicht Fledermausohren oder sowas, ich habe keinen Schimmer. Ey, ich hatte einen Geräuschwert von 2 und die hat mich beim Schleichen trotzdem gehört. Ich musste warten, bis die Wasser holen gegangen ist, bis ich jetzt reingehe, quasi bis ich jetzt einbrechen konnte. So, wir haben es damit. Damit haben wir Nummer 3, damit fehlt nur noch das aus Ratai und das aus Sasau. Beide müssen wir auch irgendwie noch klauen. Da werden wir mal sehen. Alter, das hat jetzt viel länger gedauert, als es dauern müsste. Übrigens, wir haben gesunde Ernährung, den Buff wieder gekriegt, wie ihr seht. Das ist auch mal was Schönes. Gott, hat das lange gedauert. Mir ist aber aufgefallen, der Schmied schläft auch irgendwie nur eine Stunde am Tag oder so scheinbar. Der hat sich dann nämlich schon wieder auf zurückgemacht. Wahrscheinlich ist halt so der Tagesablauf, ja, der hört um 5 Uhr auf und soll dann wieder um, keine Ahnung, um 10 Uhr oder so beginnen. Was halt wahrscheinlich 5 Stunden Schlaf wären, aber dadurch, dass der halt... 2 Stunden Laufweg hat, schläft er irgendwie nur eine Stunde am Ende, aber okay. Soll mich mal nicht weiter interessieren, wir haben es verdammt nochmal geschafft, also ich habe es geschafft. Es hat wirklich, also ich musste ewig auf meine Chance warten, diese Frau hat Ohren wie ein, keine Ahnung, wie eine Fledermaus. Was ist denn das hier eigentlich für ein Dörfchen? Ist es Merhoyet? Ah ja, das ist Merhoyet, okay, wollte ich nur gerade wissen. Ja. Da gibt es ja auch einen Pferdehändler, ne? Könnten wir im Notfall auch nochmal vorbeischneiden, wenn wir irgendwann mal ein Pferd... Also entweder ein Uschütze oder hier ein Merhoyet. Fürs neue Pferd, ja. Beziehungsweise für die neue Ausrüstung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Pebbles ja jetzt irgendwie mit seinen ganzen Eigenheiten, genauso wie man Plötze lieben lernt. Ich glaube, ein neues Pferd hole ich mir nicht, aber ich werde ihn auf jeden Fall noch ein bisschen ausrüsten mit einem besseren Sattel, mit ein bisschen Zeug für, also für den Schutz. Ich meine... Falls mal wieder irgendein Bandit auf die Idee kommt, hey, ich muss jetzt das Pferd von dem Typen jagen. Wie halt schon einer darauf gekommen war. So, aber jetzt wird erstmal Herrn Ratzig Bescheid gesagt, was wir herausgefunden haben. Essen habe ich noch, sollte ja auch noch so sein. So, Tag auch, bist du irgendjemand Wichtiges? Nö. Herr Ratzig, guck mal, wer wieder da ist nach 50 Jahren. Gott schütze. Schön, dich zu sehen, Junge. Herr Hanusch hat mir vom Turniersieg erzählt. Gut gemacht, Heinrich. Sehr schön. Ja, also das Ding ist... Ich war ein Uschütze und der Pfarrer dort ist äußerst seltsam. Er kann ein Schwert führen. Weißt du etwas über ihn, Herr? Godwin? Ja, ein faszinierender Bursche. Er ist der jüngste Sohn eines der Herren von Kuttenberg. Er wurde in die Klosterschule geschickt, um Pfarrer zu werden, wie für den jüngsten Sohn üblich. Aber er fand keinen Gefallen daran. Also wanderte er nach seinem Studium umher, anstatt in seine Gemeinde zu gehen. Er hatte wohl ein recht aufregendes Leben. Eines Tages kam er zurück und ließ sich nieder. Hanusch weiß sicher mehr über ihn. Okay, gut, dann kann ich mit ihm nochmal darüber reden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Naja, als erstes mal... Die Spur führt nach Uschütze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Das wusste er ja schon. Was noch? Ah ja, das Problem war... Ich begab mich nach Uschütze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen und zeugenlos zu werden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz' Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Ja, und der hat mir noch mehr erzählt.
Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die anderen sie in Neuhof im Stich ließen. Offenbar wollten sie niemanden töten. Jedenfalls sagte Stinker, dass ein Bandit namens Wicht sie angeheuert hätte. Das ist der Kerl, der dein Schwert stahl. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushecken. Sakra! Sonst noch etwas? Mehr konnte ich nicht herausfinden. Was? Doch? Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Natürlich konnte ich noch mehr herausfinden. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Naja. Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Thalmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Gut, klar, kann ich machen. Natürlich, ja. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Alles Gute. Sehr gut. So, dann müssen wir das Lager jetzt mal aufspüren. Jetzt muss ich natürlich noch mal gucken, weil es ist ja jetzt eine Weile her. Timmy hatte uns ja erzählt, wo wir hin müssen. Was habe ich denn hier? Ach, Vitalität, stimmt. Blutrausch, nachdem du den ersten Gegner hast, sind deine Angriffe für eine Weile wirkungsvoller. Das klingt doch gut. Sobald deine Gesundheit auf ein Minimum, das mag ich nicht, ich will gar nicht erst auf ein Minimum abfallen, dann nimm mal Blutrausch, wenn ich einen besiegt habe. So, was ich eigentlich gucken wollte, und zwar, was hatte der denn gesagt gehabt nochmal? Questlog. Timmy hat mir den Weg. Es liegt gleich nördlich von Thalmberg beim verlassenen Haus links, bei der großen Buche abermals links und dann nach der Kreuzung beim Felsen geradeaus weiter. Ich muss mir das ansehen. Also zweimal links und geradeaus. Okay, das sollte ich ja hinkriegen. So, Holzfällerlager. Ich glaube, bei wo das Holzfäller... Hallo, Pebbles? Ich glaube, wo das Holzfällerlager liegt, müssten wir ja... Ach, da. Das wissen wir, glaube ich, sogar schon, wo das Holzfällerlager nördlich von Thalmberg liegt, ne? Genau, oh Gott, das ist ja ein ganz schöner Weg, ey. Ja, quasi wieder zurück nach Thalmberg, dort, wo ich gerade hergekommen bin. Aber okay, da machen wir da mal wieder hin und dann vom Holzfällerlager aus in den Wald hinein. Und dann schauen zweimal links und einmal geradeaus dann bei einem großen Stein, also bei einem verlassenen Haus links, bei einer Buche links und... Bei einem Stein dann geradeaus. Der Baum da sieht auch nicht mehr ganz so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Achso, ich reite mal lieber um den Wald rum. Man weiß ja nie, was für Gesindel im Wald so auf einen wartet. Das glaube ich besser. Ich weiß gar nicht, gesunde Ernährung bringt uns, glaube ich, auch Vitalität oder sowas, ne? Wenn ich mich nicht irre, der Buff. Wow, ist doch ganz schön, wenn mir immer so ein Wie gesagt, schwer zu erhalten ist der Buff halt auch nicht, weil es halt genug zu essen auf der ganzen Welt gibt. Durch die Töpfe, von daher passt das schon. Muss ich mal sagen, es ist quasi ein fast freier Buff. Ich meine, das Einzige, was man nicht darf, ist sich überfressen. Das ist das Einzige, was das Ganze ein bisschen anstrengend macht. Aber man will sich eh nicht überfressen, weil überfressen selbst ja auch schon ein Debuff ist. Also schon allein deswegen würde man sich ja gar nicht überfressen wollen. Ne? Geht ja da nicht nur um den Wert. Ja. Und wie gesagt, ich wüsste nicht einen Ort, wo es schwer wäre, einen Topf zu finden. Also selbst wenn du in der Landschaft irgendwo unterwegs bist, brauchst du ja nicht lang, bis du quasi mal bei irgendeinem Dorf angekommen bist oder so. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Merhoyet und Samopesh einen gibt, da habe ich noch nie einen gesucht. Aber selbst von da ist es ja auch nicht mehr weit in Richtung Thalmberg oder auch zum Kloster. Also das sind halt alles keine riesigen Wege. Ist das hier ein guter Weg eigentlich gerade, den ich einschlage? Nee, ich muss nämlich erst noch über den Fluss.
gut nochmal geguckt zu haben. Und ich glaube, ich muss da auch nach oben. Das heißt, ich sollte an der Burg von Thalmberg auf jeden Fall vorbei. Wenn ich jetzt über den Fluss will, sollte ich aber über die Brücke. Toll. Ich komme gerade erst aus Thalmberg und werde wieder dahin zurückgeschickt. Diese ganzen Buffs. Und ich meine, ich habe ja noch den Blumenkind-Buff, weil ich ja noch ein paar Pflanzen mit mir rumschleppe. Hoppala. Da kommt die Frau zurück. Ich glaube, das war die Frau vom Schmied. Weil ich ein paar Pflanzen mit mir rumschleppe. Und wenn es regnet, mache ich noch weniger Geräusche. Das ist schon ganz cool. Ja, erhol dich mal. Erhol dich mal ganz kurz, Pebbles. Irgendwas... Ja, ich hätte es halt noch ganz gern gehabt, wenn vielleicht meine Stoffrüstungen noch repariert worden wären. Weil die werde ich wahrscheinlich gleich, wenn ich schleichen will, werde ich die wahrscheinlich brauchen. Und ich wollte eine Sache kurz gucken. Ich glaube, Gift habe ich nicht zufällig dabei, oder? So fällt unter Nahrung. Nee. Ich könnte einen Schlaftrunk reinmischen, dann sind die alle müde. Das geht ja auch. Also hoffe mal, dass das geht. Das sollte ja eigentlich auch eine gute Sache sein. So, ich glaube, ist das da vorne schon das Holzfällerlager? Ich glaube nicht. Also man kann ja, wie ihr das ja schon öfter gesehen habt, man kann ja aus einem Topf nicht nur essen. Man kann in einen Topf ja auch was reinmischen und quasi alle NPCs, die dann davon essen werden, dann dementsprechend beeinträchtigt. Man kann halt ein Gift einfach reinmischen oder wir mischen halt einen Schlaftrunk rein. Das ist auch ganz gut möglich. Ich glaube, in dem Holzfällerlager waren wir sogar schon mal, ne? Wenn ich mich recht entsinne, nur wir sind nur mal vorbeigeritten. So, Holzfällerlager. Jetzt ein verlassenes Haus. Ist das das verlassene? Ist das ja das Holzfällerlager? Ja. So. Hier ist das verlassene Haus. Ja. Links. Der Hammer. Jetzt eine Buche. Ja. Ich muss ja erstmal bis zu einer Kreuzung kommen. Ja. Mit einer großen Buche. Ich glaube, wir waren noch nicht vorbei. Ich habe noch keine Wegkreuzung gesehen. Ich meine, es muss ja irgendwo eine Wegkreuzung sein. Ach, das ist die Buche. Okay. Na gut, dann ab nach links. Ja. Und links jetzt, bis irgendein großer fetter Stein kommt. Und da dann geradeaus. Das ist, glaube ich, kein Stein. Ja. Also ist zumindest nicht, glaub ich, nicht der Stein, den wir suchen. Ich meine, ich kann auch einfach immer geradeaus jetzt reiten, ne? Ist das da der fette Stein? Ja. Scheinbar nicht. Bin mir nicht sicher. Zumindest kam keine Quest-Erweiterung. Ja, aber was ist jetzt geradeaus? Ist das jetzt hier geradeaus? Oder war das jetzt erst die Buche? Ja! Ich bin ein bisschen verwirrt, aber okay. Ich folge einfach mal weiter. Ich würde jetzt sagen, das hier ist der Weg. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so 100% sicher. Ich folge einfach mal dem Weg. Ja! Ich meine, so viele... hier ist der fette Felsen. Alles klar. Ja! Ich bin auch auf dem richtigen Weg. Ich weiß zwar jetzt nicht, irgendwo ist jetzt eine Wegkreuzung mehr aufgetreten, als ich das erwartet hätte. Aber okay. Nehmen wir mal so hin. So, und dann sollte das Lager jetzt hier irgendwo kommen, wurde gesagt. Ganz schönes Stück, ey. Das ist ja ein ganz schönes Stück gelaufen immer. Okay, dann lass doch mal sehen. Aha. Da ist es ja. Ich will eine Sache gleich vorneweg sagen. Wir könnten das Lager jetzt auch selbst angreifen und gegen alle Banditen dort kämpfen. Wir könnten auch gewinnen, das ist es nicht. Aber wenn wir dann wieder zurückkehren und dem guten Herrn Ratzig Bescheid sagen, sind die Typen alle wieder da. Die respawnen, glaube ich, nach einer gewissen Zeit einfach in dem Lager. Also es bringt für uns noch nicht mal was, die alle zu erledigen. Es bringt halt was zu sabotieren, theoretisch, wenn wir es hinkriegen. Das müssen wir halt mal gucken. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir es hinkriegen zu sabotieren. Gerade am... Ich meine, wir könnten auf die Nacht vielleicht noch warten. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ah, ich weiß ja nicht.
So, Rüstung. Das dunkle Ding anlegen auf jeden Fall. Die lassen wir auch an, die lassen wir an, aber das kommt jeweils ab. Die Pilgerschuhe, die erhöhen zwar unsere Geräusche, aber ich brauche ja Schuhe auf jeden Fall. Das Ding. Das Ding ab. Ich meine, unsere Geräusche sind auf 10. Das sollte ja gehen, ne? Das sollte ja eigentlich machbar sein. Wir sollten halt nicht entdeckt werden. Gespeichert war, glaube ich, gerade, ne? Da brauche ich jetzt nicht nochmal speichern. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Ah, mich gesehen. Okay, scheinbar nicht. Okay, da ist eine Brücke, über die kann man rüber, aber ich weiß nicht, wie gut man da eine ganze Armee rüberkriegt. Ach komm, jetzt bleibe ich wieder in allen möglichen Büschen hängen hier. Muss das sein? So, wieder in den Schleichenmodus. So, wo ist denn das Lager jetzt hier? Da stehen sie. Die ollen Kuman. Ich meine, ich könnte auf die Nacht warten. Das Problem ist, in der Nacht sehe ich halt auch scheiße wenig. Das ist immer das Problem. Eine Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Ja, das ist richtig. So, wir können aber noch weitere Sachen untersuchen, tatsächlich. Wir schauen mal. Ich meine, vielleicht kriegen wir es ja auch hin zu sabotieren. Ich glaube halt nicht. Also ich meine, ich habe das damals probiert, gebe ich zu. Und da bin ich auch extra in der Nacht rein. Oh, guck mal. Da bin ich auch extra in der Nacht rein. Ah, selbst da. Weil die Typen gehen nie schlafen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ganz ehrlich, vielleicht sollte ich aber, bevor ich hier rein marschiere. Was ist das denn? Ah, guck mal. Nice. Bevor ich hier reinmarschiere, sollte ich vielleicht sicherheitshalber mal einen Trank nehmen, weil, also ich sag mal so, wenn wir aufgedeckt werden, dann sind wir wahrscheinlich auch tot, gerade da ich eine schlechtere Rüstung jetzt trage. Okay, da rennen sie rum. Ich kann mal gucken, ist vielleicht hier irgendwas Interessantes drin? Und klack. Das zählt nicht mal als Diebstahl. Okay, ich weiß nicht, ob es mir was bringt, die Dinger mitzunehmen, um ehrlich zu sein. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also, ich glaube nicht, dass die dann keine Rüstung mehr haben oder sowas. Hey, Michinasu! Hat er mich gesehen? Kommt auf jeden Fall nicht an. Ja, und das ist halt das Problem. Ich meine, ich könnte versuchen, die Töpfe zu vergiften. Aber die Typen sitzen da halt die ganze Zeit. Hey, Kimono! Da kommt einer an. Die Typen sitzen da halt die ganze Zeit, ne? Ich weiß nicht, was passiert denn. Nur mal angenommen. Wenn ich das ganze kumanische Set anziehe. Nur mal ganz blöd gefragt. Meine, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber es wäre eigentlich mal ganz lustig, wenn es klappen würde, oder? Mir fehlt halt der kumanische Helm noch, theoretisch. Ah, gucke, perfekt, doch, den habe ich. Ich meine, ich sehe ja aus wie ein Kumane. Lass mich mal noch das Schild ablegen, vielleicht. Der Bogen ist auch kumanisch. Sehe ich euch jetzt kumanisch genug aus? Hallo? Hey, das klappt ja echt! Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich kann jetzt echt hier einfach reinmarschieren. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Hat er es jetzt mitgekriegt, weil ich jetzt zu mir geredet habe? Nee, okay. Das hat ja gut geklappt. Okay. Das ist mir jetzt gerade halt nur so gekommen. Es ist ja perfekt. Ja, aber ich meine, ich könnte die Pfeile in Brand stecken. Ups. Ich verhalte mich unauffällig. Ja, voll verstanden.
Okay, also ich soll trotzdem aufpassen. Wenn ich hier zu viel mache, werden die wahrscheinlich trotzdem aufmerksam. Aber ich kann das Lager auf jeden Fall gut auskundschaften, so. Solange ich mich nicht zu auffällig verhalte. Das Problem wird sein, dass ich wahrscheinlich aber nichts von den Sabotageaktionen tatsächlich durchziehen kann. Aber ich muss ganz ehrlich, da muss ich das Spiel jetzt mal loben, dass man da... Dass man tatsächlich, wenn man die kumanische Rüstung anhat... Wahrscheinlich der Helm ist am wichtigsten. Ein guter Platz für einen großen Kampf. Aber kaum Deckung. Aber ich muss mal sagen, ich finde das ganz gerade echt cool, dass man hier quasi rein kann. Und dass das auch so gedacht war, dass sie einen dann ansprechen und man sich mit der Redekunst rausreden kann. Finde ich echt irgendwie cool, auch wenn ich von dem Gespräch jetzt nichts verstanden habe. Hallo. Das scheint ja aber ein normaler Bandit zu sein. Von diesem Kirchturm aus haben sie eine gute Aussicht und diese Bogenschützen... Hast du irgendwas zu sagen? Ich habe nichts Falsches getan. Lass mich gehen. Ich hörte, du hattest Ärger mit unseren Kuman-Brüdern. Bärkampf angefangen, seine Freunde zwei getötet. Das sind bloß heidnische Hunde. Hör nicht auf. Zum allerletzten Mal. Siegesmund-Söldner sind Gäste in unserem Lager. Gäste behandeln wir wie jemanden von uns. Mit Vendégek vagyunk. Ezért tisztelettel kell, hogy bánjanak velünk. Igen, ennek így kell lennie. Wie willst du ihn bestrafen? Milyen büntetést tartogatsz számára? Engedd szabadon. A többiek emlékezni fognak rá. Lass ihn gehen, andere es sich merken. Du befolgst Befehle von diesen Hunden und schimpfst dich selbst einen Anführer? Hier gibt's keine unnötigen Kämpfe mehr. Wir sind ein Lager. Eine Armee. Also merkt euch das verdammt nochmal. Ah, das ist doch der Typ, den wir suchen. Hast du nichts Besseres zu tun? Ich sage lieber nichts, ich bin ja ein Kumane. Okay, interessant. Was für ein Drecksloch. Ich würde hier nicht leben wollen. Leben ist kein leichtes. Okay. Die Frage ist, kriege ich jetzt hier irgendwas noch sabotiert? Wer ist das denn? Ah, das ist ein normaler Bandit, glaube ich. Hast du nichts Besseres zu tun? Okay, da ich wie ein Kumane aussehe, ja, die stehen mir nicht sonderlich gut gegenüber. Und da ich selbst kein Ungarisch spreche, wäre es, glaube ich, dämlich, mit den Kumanen zu reden. Ich weiß nicht, Heinrich kann ja scheinen, oder? Okay, ich gehe mal hier. Das scheint hier der quasi... Das scheint hier der tschechische Teil zu sein. Die scheinen getrennt zu sein, auf jeden Fall. Interessant, interessant. Gut, aber ich meine, selbst wenn wir nichts sabotiert kriegen, so kriegen wir doch zumindest eine ganze Menge Infos hier. So viel muss man doch mal ganz klar sagen. Ah, guck mal, eine Brücke. Über die Brücke könnte man kommen, theoretisch. Die ist auf jeden Fall besser als die andere, die ich da drüben gesehen hatte. Ah, und ein Schnellreiseort, sehr schön. Okay, ich wollte schon sagen, sagst du nichts. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Gelände offen, aber das ist der schnellste Weg hinein. Wer ist da? Alle Kumanen so hat er gerade echt gesagt, sehen alle Kumanen so hässlich aus wie du. So, gibt's ja ansonsten noch was? Ich meine, ich könnte mal noch gucken, dass ich vielleicht noch bis in die Nacht reinwarte. Hast du nichts Besseres? Das Lagerleben ist kein Zuckerschlecken. Und schau, ob ich vielleicht noch was sabotiert krieg, aber ich meine mich zu erinnern, dass die halt... Wie gesagt, damals habe ich halt versucht, mit Schleichen zu machen. Ich habe halt nicht versucht... eine kumanische Rüstung einfach anzuziehen. Aber hey, das scheint ja zu klappen. Aber ich meine, da könnte ich ja vielleicht mal bis in die Nacht warten. Vielleicht kriege ich ja noch was sabotiert. Das wäre ja perfekt. So, hier scheint aber ansonsten nichts, keine Info mehr zu sein.
die wir irgendwie noch benutzen können. Okay, ja, ich glaube, wir haben wirklich maximale Informationen bekommen. Wir haben sogar Wicht getroffen. Wir wissen, wo der Typ ist. Was glotzt du denn so, du Kumaner? Ja, ganz ruhig. Hallo. Was denn jetzt schon wieder? Hey, te war csak egy kicsit. Mit akarsz? Schon wieder? Hatten wir das nicht gerade schon? Ah, verdammt. Na jó, bocs. Hogy zavarkodtam. Megyek a dolgomra. Ich merke auch gerade, ich habe meine Verkleidung ist nicht perfekt. Okay, da ich scheinbar nicht immer das Gleiche sagen kann, was ich jetzt ein bisschen schade finde. Die Gurgel passt ja gar nicht dazu, merke ich gerade. Verpisse ich mich, glaube ich, lieber, bevor ich hier wirklich noch auffalle. Ich meine, ich hätte jetzt gern noch was sabotiert, aber das ist mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu gefährlich. Wir haben gesehen, wie viele Leute da sind. Wir haben gesehen, dass Wicht da ist. Wir wissen, wo Wicht ist. Wie gesagt, Sabotage wäre noch ganz cool gewesen, klar, aber ich bin ganz ehrlich, das müssten wir in der Nacht tun und falls uns nochmal irgendeiner anhält, weiß ich nicht. Also ich könnte es halt noch mit Knurren probieren, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut das funktioniert. Und sobald wir auffliegen, haben wir nichts gewonnen. Okay, ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Ich meine, es hätte schlimmer laufen können, so viel muss man ganz klar sagen. Hätte deutlich schlimmer laufen können. So, das angezogen. Ich weiß halt nicht. Es kann natürlich auch sein, dass sie uns deswegen angehalten haben, weil meine Verkleidung nicht 100% perfekt war. Das will ich nicht ausschließen, dass das das Problem am Ende jetzt war, um ehrlich zu sein. Aber 100% sagen kann ich es halt auch nicht. Wie gesagt, das habe ich selbst noch nie probiert, so auf die Art und Weise. Und bin echt super positiv überrascht, dass das geht. Ja, das ergibt Sinn. Ich weiß nicht, ob man, also ich kann mir vorstellen, dass man halt auch wirklich einen Helm braucht, der das Gesicht verbirgt, damit man nicht auffällt. Ah, finde ich echt, also muss ich mal wirklich jetzt gerade sagen. Also ich meine, ich bin ja seit dem zweiten, dritten, also seit den mehreren Durchgängen ja deutlich überzeugter von dem Spiel. So viel will ich ja auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. Aber dass sowas möglich ist, weil sowas ist halt echt cool, ne? Sowas ist halt richtig cool. Wie gesagt, ich hätte jetzt gerne vielleicht noch ein bisschen was sabotiert. Wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen, selbst mit der kumanischen Rüstung irgendwann am Abend einfach reinzukommen. Wäre wahrscheinlich deutlich cleverer gewesen, aber wie gesagt, ich bin ja gar nicht davon ausgegangen, dass ich da überhaupt mit der kumanischen Rüstung so einfach reinspazieren kann, weil das macht sonst kein Spiel, ganz ehrlich. Also nur wenige, nur wirklich wenige. Und wie gesagt, da mal ein richtig fettes Lob. Da mal auf jeden Fall ein richtig fettes Lob. Da bin ich echt sehr, sehr positiv überrascht worden. Und ich denke, die Infos, die wir haben, sollten Herrn Ratzig ja auch ein bisschen reichen, oder? Ach so. Kann ich nicht einfach eine Schnellreise nehmen nach Merhoyet? Ich glaube, das wird das alles. Ich meine, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Jetzt sind wir ja raus. Ich sollte auf jeden Fall noch mal was essen, sobald wir im Lager sind von Herrn Ratzig. Aber okay, wir haben Infos. Wie gesagt, man kann halt noch sabotieren, es wäre clever gewesen, aber ich glaube, wir wären aufgeflogen dann. Und ich meine, klar, in dem Moment, wo ich auffliege, könnte ich noch versuchen zu fliehen und wir könnten es wahrscheinlich auch schaffen, keine Frage. Aber dann wissen die natürlich auch, dass wir was planen. Und wenn wir es jetzt vielleicht hinkriegen, dass wir den Angriff schaffen, ohne dass die das merken, wäre es natürlich perfekt. Ne? Das wäre meiner Meinung nach die deutlich effektivere Variante, als wenn wir jetzt auffliegen und die ahnen, dass wir kommen. Das wäre meiner Meinung nach ziemlich dumm, wenn wir das so machen würden. Das Überraschungsmoment ist momentan noch auf unserer Seite. Die wissen nämlich nicht, dass wir wissen, dass sie da sind. Ich meine, die wissen vielleicht, dass wir... Es kann durchaus sein, dass die vielleicht wissen, dass wir auf der Suche nach ihnen sind. Also, dass wir seit Neuhof auf der Suche nach ihnen sind. Aber ich glaube, die gehen davon aus, dass wir keine Ahnung haben. So, dann kurz mal gegessen und Herrn Ratzig Bescheid gesagt. Also, die haben auf jeden Fall eine richtig, richtig große Menge. Sind auch richtig gut besetzt da mit ihrem Lager. Das wird schwer. Das wird auf jeden Fall schwer. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Und zwar... Ich bin zurück, Herr. Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Eine ganze Menge tatsächlich. Und zwar,
Es gibt da ein verlassenes Dorf in den Wäldern und dort verstecken sie sich. Klingt nach Pribyslavitz. Es gehörte Herrn Divisch, bevor Havel Medek es überfiel und niederbrannte und Divisch danach wegsperrte. Seitdem ist es unbewohnt. Ich hatte gehofft, sie wäre nur ein wilder Haufen. Erdwälle und Befestigungsanlagen, das ist etwas ganz anderes, als eine Horde Abschaum aus den Wäldern zu jagen. Und zwar, dort gibt's auf jeden Fall zwei Arten. Es sind überwiegend Banditen. Keine Bauern mit Mistgabeln, aber auch keine ausgebildeten Kämpfer. Genau wie erwartet. Ich habe keine Furcht vor ihnen, aber es kann fatal sein, den Feind zu unterschätzen. Ja, aber neben Banditen? Es befinden sich nicht nur Banditen im Lager, sondern auch Kumanen. Eine ganze Menge sogar. Kumanen, sagst du? Wo kommen die her? Hat Sigismund sie etwa dort gelassen, nachdem er Skarlitz dem Erdboden gleichmachte? Teufel, die Lage ist ernster, als ich dachte. Na, durchaus. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Scheinbar tut sich's. In der Mitte des Lagers führen sie etwas im Schilde. Es sah so aus, als ob sie lange Leitern bauen würden. Leitern? Klingt, als planten sie eine Belagerung. Das gefällt mir immer weniger. Mir auch nicht. Andererseits könnten wir das zu unserem Vorteil nutzen. Wenn wir die Leitern in die Finger bekämen, könnten wir ihren eigenen Wall damit überwinden. Ja, aber ich habe sie jetzt nicht in die Finger gekriegt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir ihre Waffen und Rüstungen angesehen. Sie sind keine richtige Armee, aber ziemlich gut gerüstet. Und Bogenschützen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da waren überall Pfeile. Sie haben ein paar und die sind gut aufgestellt. Wenn wir sie frontal angreifen, richten sie wohl großen Schaden an. Das gefällt mir nicht. Es verkompliziert die Sache. Sich vor der Schlacht um sie zu kümmern, wäre die beste Lösung. Toll, und wie wollen wir das machen? Ich versuchte, sie zu zählen. Und wie viele sind es? Bedenke, ich verlasse mich auf das, was du sagst. Wir werden um Verstärkung bitten müssen, und das ist kein leichtes Unterfangen. Jeder Mann, der mit uns kommt, wird irgendwo fehlen. Und ich möchte nicht, dass sie in einer anderen Stadt brandschatzen, weil niemand mehr da ist, um sie zu verteidigen. Ist klar. Kaum der Rede wert ist es nicht. Nicht viele, schon einige. Das ist natürlich jetzt eine gute Aussage, ne? Wie viel ist... Also, schon einige... Ich würde sagen, dort sind viele. Also, das waren schon eine Menge, die wir da gesehen haben. Ich meine, ich kann dir nicht sagen, ich habe alle gesehen. Ich weiß nicht, was jetzt der Unterschied ist. Also, es ist auf jeden Fall nicht die beiden. Es ist eine Frage zwischen den beiden. Ich würde sagen... Dort sind viele. Ich konnte sie nicht mal alle zählen. Bei Gott... Wir werden Truppen aus der ganzen Region benötigen, selbst wenn das bedeutet, Städte und Dörfer unbewacht zu lassen. Jeder waffenfähige Mann wird mit uns ziehen müssen. Ja, sehr gut. So, das war's. Das ist alles, was ich weiß, Herr. Mehr fiel mir nicht auf. Schon gut. Konntest du sie sabotieren, wie ich dich gebeten hatte? Nein, Herr. Wie dem auch sei, das war gute Arbeit und du verdienst eine Belohnung. Doch zuerst müssen wir ausrücken und ihnen schnellstmöglich ein Ende bereiten. Du musst dich zu Herrn Divisch nach Thalenberg begeben und ihm sagen, Hauptmann Robert und seine Männer zu entsenden. Wir benötigen ihre Hilfe. Auf mich ist Verlass, Herr. Was soll ich ausrichten? Sag Herrn Robert, er soll bis auf ein paar Wachen alle seine Männer versammeln und überbringe Herrn Hanusch dieselbe Nachricht. Ich lasse ebenfalls nur ein paar zurück. Wir brauchen jeden waffenfähigen Mann. Verstanden, Herr. Und spute dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gott sei Dank. Klar. Lebe wohl. Ich mach das natürlich sauschnell. So, dann gucken wir mal. Verstärkung. So, gehen wir erst zu Herrn Divisch. Wir müssen eh zu beiden, ne? Okay, nee, Hanusch ist jetzt gar nicht markiert. Okay. Dann ab zu Divisch nach Thalenberg. Ja, wie gesagt, ich hätte es jetzt gerne noch gehabt. Also jetzt, da ich mich halt gerade, wie gesagt, beim ersten Mal habe ich es versucht, in der Nacht mit Schleichen zu erledigen, aber da war keine Chance, da richtig durchzukommen. Vielleicht, wenn man einen bestimmten Skill schon gehabt hätte, wäre es vielleicht möglich gewesen, aber ja. Aber ich muss sagen, ich fand das echt cool, dass das mit dem kumanischen Outfit ging. Wie gesagt, wenn ich von Anfang an vielleicht nachts da rangekommen wäre, ich meine, wie gesagt, viele sind auf da nachts, also ich hätte immer noch nicht alles sabotieren können, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit gewesen. Wir hätten wahrscheinlich eine... größere Möglichkeit gehabt, aber ich gebe halt, wie gesagt, ehrlich zu... Achso, okay. Aber ich gebe halt, wie gesagt, ehrlich zu, dass ich halt leider gar nicht so richtig damit gerechnet habe, dass das so gut funktioniert.
mit der Rüstung. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Und ja, wäre halt besser gewesen, aber jetzt ein bisschen spät dafür. So, Herr, was ist denn das jetzt? Hallo, hier ist er nicht. Ein Raum weiter. Hallo. Wegen deiner Frau. Grüßt. Wieso bist du hier? Naja, und zwar... Gott mit dir, Herr. Ich hoffe, in deinem Lehen ist alles friedlich. Friedlich? Wohl kaum in diesen Zeiten. Aber im Moment macht mir die Politik mehr Sorgen als der Krieg. Was ist los? Das Kloster hat den Einkauf von Stein und auch den Bau insgesamt gestoppt. Sie behaupten, dass es an der Qualität der Steinblöcke liegt. Aber das glaube ich nicht. Irgendwas ist da faul. Für mich sieht das eher nach Geschäftemacherei aus. Okay. Das ist interessant. Das ist jetzt eigentlich nichts, was ich unbedingt... okay. Das werden wir nicht jetzt erledigen, auf jeden Fall. Was ist denn nicht in Ordnung mit dem Stein? Angeblich gab es einen Unfall. Ein Stück soll losgebrochen sein und jemanden erschlagen haben. Aber der Steinbruchmeister schwört, dass das unmöglich ist. Er sagt, er schickt nur die besten Blöcke und ich glaube ihm. Er ist ein verlässlicher und erfahrener Steinmetz. Okay, und was soll dann das Kloster davon haben? Was wollen die Mönche mit ihrem Verhalten erreichen? Den Preis drücken. Obwohl sie eh schon so wenig bezahlen müssen. Und dann bezahlen sie nicht einmal pünktlich. Oder schlimmer. Schlimmer? Du meinst, sie werden gar nicht mehr bezahlen? Gut möglich. Sie wollen aus dem Vertrag aussteigen und einen noch günstigeren Steinbruch finden. Und die angeblich schlechte Qualität des bisherigen Steinbruchs soll das rechtfertigen. Mhm. Und befasst sich jemand mit dem Problem? Nun, mein Kämmerer sollte sich damit befassen. Aber er hat nichts weiter getan, als dem Kloster einen Brief zu schicken. Er meint, sie unter Druck zu setzen, könnte sie provozieren. Gibt es denn sonst nichts, was getan werden kann? Ich weiß nicht. Ich denke über einen etwas direkteren Ansatz nach. Auf dem Ohr ist mein Kämmerer jedoch taub. Er wird bloß weiter in höflichen Briefen salbadern und hoffen, dass es etwas bewirkt. Na gut, vielleicht kann ich das ja machen. Ich könnte doch helfen. Aber du stehst ja nicht einmal in meinen Diensten, Heinrich. Ich diene Herrn Ratzig und er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Denn ich enttäusche ihn nie. Wohl wahr. Du willst also nach Sasa und dich wegen der Steine umhören? Ja, warum eigentlich nicht? Bloß nicht jetzt. Ja, ich erledige das. Gut. Befrag die Mönche zu der Sache mit dem Stein und spitze die Ohren. Vielleicht reden sie ja über einen anderen Steinbruch. Ich tue mein Bestes. Ich hoffe, sie reden mit mir. Keine Sorge, du stehst in meinem Dienst. Erinnere die Leute gern daran. Alles Gute. Gut, darum kümmern wir uns, sobald wir mal wieder in Sasau sind. Das ist ja jetzt nicht so wichtig. Gott segne dich. Denn wir haben viel... Was betrübt dich? Denn wir haben viel, viel wichtigere Sachen. Herr Ratze schickt mich mit einer wichtigen Nachricht. Er bittet um Verstärkung. Er braucht mehr Männer? Was ist passiert? Die Banditen und Kumanen haben in Pribislawitz ein Lager errichtet und führen etwas im Schilde. Herr Ratze will sie angreifen, hat aber nicht genug Männer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles von Anfang an. Ich konnte das Lager der Banditen ausfindig machen, die Neuhof überfielen. Es ist kein gewöhnlicher Haufen von Schurken, sondern eine kleine Armee in einer befestigten Anlage. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber sie bereiten sich auf irgendetwas vor. Herr Ratzig will sie vernichten, bevor sie zuschlagen. Es ist also schlimmer, als ich dachte. Herr Ratzig hat recht. Wir sollten handeln, ehe es zu spät ist. Meine Männer bekommt er. Du müsstest all deine Männer aufbieten, bis auf ein paar, um die Burg zu bewachen. Was? Wir können Thalenberg nicht unbewacht lassen. Wir haben keine Wahl, Herr. Die Banditen haben verdammt viele Männer. Herr Ratzig lässt sein Lager auch nahezu unbewacht zurück. Er bat mich sogar, Herrn Hanusch um Verstärkung zu bitten. Wir brauchen jeden Mann. Also gut. Herr Ratzig weiß, was er tut. Ich lasse die Männer antreten und unterstell sie Hauptmann Robert. Würdest du meine Männer hinführen? Ja, klar. Kein Ding. Ja, Herr. Möge dir Gott im Kampfe beistehen. Möge Gott über dich. Und was jetzt mit Herrn Hanusch? Okay, der fällt dann weg. Offensichtlich. Herr Ratzig.
Ich bin froh, dich zu sehen, Hauptmann Robart. Ich hoffe, Heinrich hat dir alles erklärt. Hat er, aber ich kann es kaum glauben. Wer könnte solch ein kampfstarkes Heer aufstellen? Und das direkt vor unserer Nase? Das gilt es herauszufinden. Aber wir erfahren es wohl erst nach der Schlacht. Wer weiß, wozu sie in ein, zwei Wochen imstande sind, wenn wir sie jetzt nicht vernichten. Ganz deiner Meinung, mein Herr. Wie gehen wir vor? So, Junge, wir haben das Lager fast erreicht. Jetzt müssen wir behutsam vorrücken. Sag mir, wie es rund um das Lager aussieht, damit ich entscheiden kann, von welcher Seite wir angreifen. Herr, das ist eine große Verantwortung. Ich denke nicht, dass ich... Ich habe dir eine Frage gestellt, Junge. Du warst dort und hast alles gesehen, also rede. Es gibt drei Wege ins Lager. Den direkten Weg, dann einen langen Pfad, der durch die Wälder und über ein altes Wehr führt, und einen über eine schmale Brücke, über einem tiefen Graben. Sprechen wir zuerst über den direkten Weg. Klingt nach der einfachsten Herangehensweise. Wie sieht es dort aus? Dieser Weg führt rund um ihre Palisade. Sie ist befestigt und wird bewacht. Wir kämen höchstwahrscheinlich in einen Pfeilhagel. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Wir müssen wohl einen anderen Weg nehmen. Was ist mit dem Zugang durch den Wald und über das Wehr? Dieser Umweg durch unwegsames Gelände gefällt mir nicht, aber wenn es die bessere Variante ist? Es ist ein langer Weg durch die Wälder und dort sind Patrouillen. Sie würden Alarm schlagen, bevor wir das Lager erreichen. Dachte ich mir. Was ist mit dem Zugang über die Brücke? Etwas eng für meinen Geschmack. Die Brücke ist schmal, aber würden wir sie überwinden, wäre das der beste Ort für einen Kampf. Wir müssten bloß an ein paar Bogenschützen vorbei. Bester Ort für einen Kampf. Aber die Brücke und die Bogenschützen, das ist keine leichte Entscheidung. Jeder Weg hat Vor- und Nachteile. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet, Herr. Und du wirst entsprechend belohnt werden. Es klingt, als sei die Brücke der beste Weg. Wenn wir schnell sind, haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Mit Gottes Hilfe werden wir siegreich sein. Wir greifen von Süden aus über die Brücke an. Männer, macht euch bereit. Vorwärts! So, dann geht's jetzt aber los. Auf in den Kampf hier. Mit Ratzig an der Spitze, wie es aussieht. Mensch, der führt seine Truppen ja gleich richtig in den Kampf. Das gefällt mir ja durchaus gut. Jetzt ist natürlich ein bisschen schade, dass wir sie nicht noch irgendwie sabotieren konnten, weil dann hätten sie zum Beispiel keine Pfeile jetzt mehr. Rasch! Los, auf die andere Seite, so viele wie möglich! Aber ist nicht so wichtig. Los! Also was heißt nicht so wichtig? War schon wichtig. Aber wir haben immerhin auch herausgefunden, dass es hier überhaupt eine Brücke gibt, was ja auch auf jeden Fall sehr wichtig war. Bleibt sofort still! Weicht nicht zurück! So, dann kommt mal her, Freunde. Das Tolle ist, die konzentrieren sich so gut wie gar nicht auf uns. Alter. Sehr schön, Blutrausch. Irgendeiner hat einen getötet. Sehr gut, damit ist einer schon mal erledigt. Ja, die Framerate geht hier leider immer ein bisschen runter bei so vielen Leuten. Ja, ich glaube, da hatten sie dann auch gemerkt, so nach dem Motto, naja, irgendwie ist unser System nicht ganz so gut, wenn der Spieler gegen mehrere Gegner kämpfen muss. Also sorgen wir dafür, dass der Spieler hauptsächlich, oder dass der Spieler weniger getargetet wird von den Gegnern. Dass die sich hauptsächlich, ja, wie hier, dass die sich halt hauptsächlich auf die NPCs konzentrieren, damit der Spieler einfach schön draufhauen kann. So, oh, die Bogenschützen auch ausgeschaltet, sehr gut. Okay, ich bleib in Formation. Moment. Oh. Vorwärts, marsch! Ratzig hatte auch einen Pfeil stecken. Weiter geht's. So viele Leute sind das gar nicht von uns, dafür, dass wir alle geschickt haben. Ja, es war auf jeden Fall gut. Guck mal, wie viele da runterkommen. Halt, bleib sofort still! Alter, wie viel kommen denn da? Alter. Bleib still! Das sind eine Menge. Ganz ruhig, Kollegen. Gleich beide. Oh, und der Kumane auch noch. Ich versuche die immer so ein bisschen zu flankieren. Von hinten. Das ist immer am einfachsten. Weil die scheinen sich da nie sonderlich drauf zu konzentrieren. Auf die hintere Flanke. Ganz ruhig, Kollege. Gut, dass ich ein Schild dabei habe. Sehr schön erwischt. Nee, hier wird nicht abgehauen.
Sehr gut. Wieder einen von hinten erledigt. Den geblockt. Oh, verdammt. Ah, ganz ruhig, Freundchen. Schön auf den Kopf. Da habe ich ja diese Möglichkeit, dass ich sie sogar mit einem Schlag töten kann. Das ist ja dieser Schädelbrecher-Perk. Aber die Chance ist, glaube ich, echt gering. So, dann erledigen wir mal diesen Commander noch. Ich glaube, von uns sind noch relativ viele am Leben. Sehr schön. Das hat bisher ganz gut geklappt. Jawohl, wir haben schon ein paar verloren, kann das sein? Beweg den Karren! Jetzt gegen die Kumanen da. Gegen dieses Kumanenlager. Na, dann kommt mal her, Freunde. Gegen unsere Streitmacht habt ihr keine Chance. Ich meine, ich überlege gerade, ob ich vielleicht das Schild hätte ablegen sollen, weil das Schild ist ja, das hindert mich ja blöderweise daran, diesen einen Skill einzusetzen. Das ist ein bisschen doof, meiner Meinung nach. Das ist halt mega doof, wie ich finde, aber okay. So, ihr Kuman. Keinen Schritt weiter. Schön wieder von hinten. Welche Bogenschützen? Okay, Bogenschützen. Ah, da oben, okay. Die erledige ich. Ich habe den Schild, der ist perfekt gegen Bogenschützen geeignet. Hallo, Freunde. Sollten wir uns nicht aufteilen? Ah, warum bin ich dann der Einzige, der hier diese Bogenschützen bekämpft? Kann man echt gut kämpfen. So, ich erledige... Nein. Ah. Shit, noch eins. Hör auf, mich mit dem Pfeil zu treffen. Sehr gut, der ist erledigt. Oh, verdammt. Oh, ich treffe den nicht. Ich brauche auf jeden Fall gleich mal einen Trank. Aua. Weil sonst wird das ein bisschen anstrengend. Oh, da ist ja noch ein Bogenschütze. Das sind sogar noch zwei. Die habe ich gar nicht gesehen. Wieso habe ich mein Schild nicht oben? Habe ich doch. Sehr gut. Irgendeiner muss sich ja um die Bogenschützen kümmern hier. Nein, ich hätte auch versuchen können, mit einem Bogen zu schießen. Muss ich dazu sagen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen dämlich so. Hier kann man echt gut kämpfen, Freunde. Ich kann sie nicht treffen richtig. Man backt hier übel rum. Okay. Wie viele sind denn hier noch hinter ihr? Ich brauche gleich unbedingt einen Trank. Ist der schon erledigt? Der ist tot. Da sind noch mehr Bogenschützen, kann das sein? Komm schon. Jawohl, Bogenschützen getötet. Ich glaube, ich bin aber noch im Kampf. Das heißt, ich kann keinen Trank gerade nehmen. Ich kann mich auch nicht verbinden. So. Schön, dass ihr mir so geholfen habt, Freunde. Dass ich mich allein um die Bogenschützen kümmern durfte. Aber okay, irgendeiner muss das ja tun. So, dann helfe ich mal. Ich bin, glaube ich, der hier, der die meisten tötet, hä? Nicht, dass ich irgendwie zählen würde oder so. Wow. Okay, hier unten haben wir echt ein paar. Kann ich bitte wieder abvisieren? Danke. Okay, die Kumanen sind auch erledigt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie groß unsere Verluste aussehen gerade. Macht euch bereit! Das wird das härteste Gefecht. Weiter geht's. Ah, dass ich so ein bisschen verletzt bin. Oh, da oben ist noch ein Bogenschütze. Zieh mal deinen Bogen, Heinrich. Mist. Habe ich ihn erwischt? Ich weiß nicht. Er hat mich auf jeden Fall erwischt. Ich zieh mal wieder meine Waffe. Ja, das war eine dumme Idee, den Bogenschützen anzugehen, glaube ich. Sind da noch mehr Bogenschützen? Da ist noch ein Bogenschütze. Ich kümmere mich mal um die Bogenschützen. Außer mir macht es ja keiner scheinbar. Fast. Ah, komm, ein bisschen zu hoch. Die Richtung stimmt ja. Okay, der war einfach schlecht. Ich bin doch noch nicht so gut, wie ich das gerne hätte.
Sehr schön. Ah, oh Mist, das hat ihn nicht mal erledigt. Lasst uns abbauen! Okay, die kämpfen ganz gut. So, ja, die Kirche. Shit, noch eins. Helft mir mal, die Typen da oben zu beschießen. Ah, fuck. Ich gehe mal näher ran. Dann sollte auch ich treffen. Sehr schön, der wäre erledigt. Ah, verdammt. Helft mir doch mal, Freunde. Kämpft ihr noch? Gegen wen kämpft ihr noch und warum? Warum habt ihr den noch nicht erledigt? Gut, wenn wir das Ding gleich eingerissen haben, dann können wir uns auch um die Bogenschützen kümmern. Sehr schön. Ja, toll. Es ist euer Ernst, Freunde. Ich gehe näher ran. Oh, nein. Die schießen ja nur auf mich, die blöden Mistkerle. Die wissen halt, wer gefährlich ist. Oh Mann, wenn die mich die ganze Zeit abschießen... Oh, der ist runtergekommen. Das gefällt mir. Ich kümmere mich hier um die hier oben. Ihr müsst euch mal um den Hügel alleine kümmern. Wie viel Ausdauer hast du, Junge? Sehr gut, er ist erledigt. So, jetzt du da oben aber, Freundchen. So. Sehr schön, voll in die Weichteile. Voll ins Knie. Das muss wehgetan haben. Habe ich keinen Pfeil mehr. Moment kurz. Sind die Pfeile nicht mehr drin? Ah, ich habe, glaube ich, ja, die Pfeile waren leer. Ah, okay, der da oben ist erledigt. Sehr schön. Und die da unten kümmern sich um die da gerade. Sehr gut. Braucht der Hilfe? Scheinbar nicht. Okay, dann jetzt ab in die Kirche. Haltet Stand, ihr Hunde! Drängt sie zurück! Zerstückel, du Bastard. Hast du schon mal versucht? Ich bin noch hier. Was? Wer zur Hölle bist du? Hast du mich vergessen? Ich dich nämlich nicht. Wo ist mein Scheißschwert? Was zum Teufel faselst du da? Welches Schwert? Warte mal. Du bist doch... Leck mich am Arsch. Und ich dachte, die Krähen hätten dich zerpflückt. Du zäher kleiner Mistkerl. Was hast du mit dem Schwert gemacht? Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke, war es ein großer Fehler, von dir herzukommen. Das ist ein verfluchtes Schwert! Aber vielleicht hast du ja etwas geübt. Ich hoffe es für dich. Letztes Mal war viel zu leicht. Ich finde es halt schade, dass Heinrich, egal was man für eine Waffe hat, immer ein Langschwert hat. Schon allein deswegen will ich ja in den Cutscenes, schon allein deswegen will ich ja auch ein Langschwert haben. So, dann komm mal her, Kollege. Bam. Ah, oh, verdammt. Der kann natürlich auch reposten. Okay, aufpassen. Und zack. Agilität hoch. Und zack. Haha, du hast doch keine Chance jetzt mehr gegen mich. Ich bin inzwischen echt nicht ohne. Habe ich mich gerade weggeduckt? Mensch, jetzt kriege ich ja sogar noch das hin. Das gibt's ja überhaupt nicht. Aber der hält auch schon ein bisschen was aus. Immer schön auf den Kopf, Freunde. Das hatte ich ja schon... Das habe ich ja jetzt von dem verdammten schwarzen Peter gelernt. Immer schön den Kopf, Alter. Ja, der Kopf, weil er da wahrscheinlich nicht mal geschützt ist in dem Falle. Und ich glaube, da macht's halt generell auch mehr Schaden. Daneben. Ah, nicht schlecht. Pass mal auf, Finte. Ah, nicht schlecht, Kollege. Das hast du gut gemacht.
Aber das nicht. Ich bin verletzt schon und mach dich fertig hier. Und hepp. Haha. Und das war's. Jawohl, er ist am Bluten. Jetzt ist es nicht mehr lang. Oh, verdammt, das war eine Repost. Jetzt sollte es nicht mehr lang dauern. Kannst du mal mit deinen Reposten aufhören? Das ist schrecklich. Wo bleiben denn die anderen eigentlich? Au, verdammt. Wo bleiben denn die anderen eigentlich? Komm, hier. Ja, dann halt nicht. Vergeudest hier deine Kraft, Junge. Du hast das alleine geschafft? Sehr gut. Toll gemacht. Du überraschst mich. Er war ein Berg von einem Mann. Er war es, der Neuhof überfiel. Und dein Schwert geraubt hat, Herr. Das dachte ich mir schon. Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihm vielleicht mehr entlocken können. Was soll's. Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es waren noch ein paar von Sigismunds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, du hast recht, Herr. Nun, Junge, das war wohl nicht unsere letzte Schlacht. Das ist nur die Anspannung. Lass es ruhig raus. Nun, lass alles hinter dir. Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräueln nicht belasten. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Ratai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen. Dafür wirst du mir büßen. Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt. Überbringe die Kunde. Ja, Herr.